Jetzt geht's los. Das BSC-Verhör wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Servus. Du bist heute als Zeuge geladen. Es geht um den entführten Sieg in Berlin. Ich bräuchte zu Beginn erstmal kurz ein paar Personalien. Vorname? Florian. Nachname? Hartherz. Und Geburtsort? Offenbach am Main. Okay, Offenbach. Da gibt es doch einen bekannten deutschen Rapper. Hast du Verbindung in dieses Milieu, beziehungsweise gefällt dir die Art von Musik? Die Art von Musik höre ich ab und zu. Deutschrap ist auch so eine Richtung, in die ich höre. Aber zu ihm jetzt persönlich oder über ihn, nein, habe ich keinen. Okay, kommen wir zu dem Vorwurf. Es geht um den entführten Sieg. 1-0 habt ihr in Berlin gewonnen. Du warst als Zeuge vor Ort, live auf dem Platz. Wie hast du diesen Sieg erlebt? Ja, die erste Runde im DFB-Pokal ist immer ein bisschen schwieriger, finde ich. Die haben es gut gemacht, die haben gekämpft und gelaufen, haben es ganz gut gemacht. Wir auch, wir haben dagegen gehalten, haben unser Tor gemacht. Ich bin froh, dass ich nicht in der zweiten Runde bin. Und ja, jetzt freue ich mich einfach auf die zweite Runde. Genau, du warst, oder am Sonntag wird dann dieser Fall bei der Auslosung der zweiten Runde in Dortmund weiterverfolgt. Wir sind gespannt, wen wir dann kriegen. Lass uns ein bisschen über dich sprechen. Du hast 3 Jahre im Internat gelebt. Wie war das für dich? Kann man das mit einem Gefängnis vergleichen? Nein, auf gar keinen Fall. Also es hat Strukturen drin in Wolfsburg. Ich bin mit 15 dahin gegangen, morgens zur Schule gehen, nachmittags Training, 19 Uhr warst du dann auch fertig im Bett, hast einen strukturierten Tagesablauf, aber auf gar keinen Fall Gefängnis. Aber um 11 Uhr, die unter 18-Jährigen mussten im Internat bleiben, durften nach 11 Uhr dann nicht mehr raus. Okay, du hast es schon angesprochen, in Wolfsburg hattest du auch einen recht großen Erfolg. Ihr seid damals A-Jugendmeister geworden. Magst du vielleicht kurz darüber berichten, wie das für dich gewesen ist? Ja, wir hatten eine super Truppe. Wir haben viele, viele sehr, sehr gute Spieler gehabt, mit denen man sich sehr gut verstanden hat. Viele sind jetzt auch Profi geworden, Maximilian Arnold, Robin Knoche, Akaki Gogia, nur mal ein paar zu nennen, die jetzt auch in der ersten und zweiten Bundesliga spielen. Wir hatten einen guten Trainer mit Stefan Schmidt damals. Ja, es hat alles gepasst, super Team und es hat unglaublich viel Spaß dort gemacht. Ja, bei Durchsicht deiner Akten ist uns aufgefallen, dass du in deiner Karriere bisher einmal straffällig geworden bist. Wir reden von dem Platzverweis, den du dir im Paderborn-Spiel gegen Arjen Robben zugezogen hast. Kannst du dich noch an die Szene erinnern, wo du quasi Robben gestoppt hast? Ja, das war eine Flanke von Ribéry in den 16er rein Rückraum. Ich stelle meinen Körper rein gegen Robben, sieht ein glatt rot. Danach gab es auch Diskussionen, weil einen Tag davor irgendwie Nuri Sahin auch keine rote Karte bekommen habe. Deswegen wurde es so groß aufgemacht, das Thema. Ja, es war meine erste gute rote Karte. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. War aber auch eine gute Erfahrung. Du schaust gerne Game of Thrones oder auch 96 Hours, das heißt actiongeladene Sachen. Mhm. Kann man das vielleicht auch ein bisschen auf dein Spiel übertragen, auf die Spielweise? Ja, ich versuche immer alles zu geben. Ich denke, Arminia passt doch zu mir. Ich versuche immer mit Herz dabei zu sein, alles zu geben für den Verein, für das Team. Und ich denke, das passt ganz gut. Dann noch eine recht interessante Info. Wir haben gelesen, dass du gerne mal Richtung Kanada würdest, um vielleicht da mal ein paar Wochen in der Natur zu sein, Berge zu sehen, Tiere. Wie stellst du dir so einen Kanada-Trip vielleicht vor? Ist eine gute Frage. Ich denke, dass ich mir dann so einen großen Wohnwagen nehme und einfach losfahre, mir die Ziele und die Orte setze und fahre und einfach die Eindrücke auf mich wirken lasse, weil ich liebe Tiere. Ich liebe die Natur, ich würde gerne eine Weltreise machen und Kanada ist auch ein Ziel von mir, einfach das Unberührte zu sehen. Und da könntest du dir wahrscheinlich auch gut vorstellen, deine Familie mitzunehmen, weil du ja zu denen ja generell auch einen sehr, sehr guten Kontakt hast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Meine zwei Brüder, meine Mutter sind mein Ein und Alles gefühlt und die würde ich auf jeden Fall einpacken, wenn es geht und ja, ein bisschen was von der Welt sehen. Ja, wir wissen, dass deine Eltern, deine Familie quasi jedes Spiel von dir angucken. Seitdem du 6, 7, 8 Jahre alt bist, werden sie dementsprechend auch das Spiel gegen Aue verfolgen? Ja, meine Mutter ist da. Meine zwei Brüder waren jetzt lange unterwegs. Die haben schon eine kleine Weltreise gemacht. Die werden nicht dabei sein, aber im Fernsehen schauen. Und meine Mutter wird auf jeden Fall wieder da sein. Die ist eigentlich jedes Spiel da, jedes Heimspiel. Und wie sie es halt schafft, aber sie wird auf jeden Fall gegen Aue da sein. Okay, und abschließend noch die Frage, du telefonierst auch nahezu jeden Tag mit deiner Familie. Wenn wir jetzt uns das Gespräch zwischen dir und deinen Eltern vorstellen, wie sähe so eine Gegneranalyse Aue aus am Telefon mit Familie Hartherz? Mit meinem Vater damals haben wir sehr intensiv über die Spiele geredet, weil er mir auch immer gute Tipps geben konnte oder auch ehrlich zu mir war, wenn ich nicht gut gespielt habe.
Mit meiner Mutter eher weniger. Sie schaut die Spiele, sie fiebert mit, aber es sind ein, zwei Sätze, gut, zum Glück gewonnen oder so. Aber dann war es das auch und dann kann ich mich mit ihr über andere Themen unterhalten. Das tut mir dann auch ganz gut. Perfekt. Dann habe ich keine weiteren Fragen mehr und wünsche auf jeden Fall für Samstag viel Erfolg. Super, vielen Dank.